Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem Jurassic Park 1 Nachbauprojekt. Und beim letzten Mal haben wir ja hier die Gallimimus-Wiese und Szene so ein bisschen nachgestellt. Das hier ist übrigens die T-Rex-Szene jetzt. Ich habe die auch noch so ein bisschen überarbeitet. Hier im Hintergrund sieht man jetzt auch noch einen Felsen, den hat man auch auf dem Screenshot gesehen. Der war tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen grünlich. Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, vielleicht später, wenn ich die Filmszene dann hier nachstelle im Spiel, werde ich den auch noch gegen den bemoosten Felsen dann austauschen. Müssen wir da mal schauen. Aber ich bin schon sehr zufrieden mit dieser Stelle. Die sieht ganz cool aus. Ja, definitiv bin ich auf jeden Fall zufrieden mit. Und ich habe auch die gesamte Wiese nochmal so ein bisschen überarbeitet. Also ihr seht schon, hier hinten ist das Ganze bepflanzt. Die Strecke habe ich hier vernünftig übergeglättet. Also hier ist jetzt alles wunderbar glatt. Hier kann man perfekt langfahren. Können Sie ja einmal abfahren. Ihr seht hier auch schon die Gallimimis. Gallimimus. Das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, wie jetzt eigentlich die Mehrzahl von denen ist. Könnt ihr mal gerne uns beantworten, weil er wusste es auch nicht. Er hat da ganz viele verschiedene reingeschrieben. Gallimimi, Gallimimus und so weiter. Also die Strecke ist jetzt wunderbar befahrbar. Hier kann man echt super durchcruisen. Boah, hier sind viele. Oha. Die sind übrigens alle benannt worden. Ihr habt richtig viele Kommentare geschrieben. Also ihr seht schon, die haben alle Namen. Vielleicht habt ihr jetzt euren Namen hier schon gesehen. Aber ich werde gleich auch nochmal die Kommentare einblenden, die ich mir dann rausgesucht habe. Und hier geht es dann weiter, sozusagen wieder zurück. Ist, denke ich, ein ganz cooles Gehege und wir haben auch alle Szenen eigentlich relativ gut nachgestellt. Also die kommen ja dann hier hochgelaufen, das hatten wir auch schon nachgestellt. Ich kann da nochmal kurz in die Perspektive gehen, ungefähr. Das Ganze nochmal eben nachstellen. So kommen die ungefähr hochgelaufen und dann dreht sich das Ganze, laufen wir ein bisschen über die Kuppe, sehen dann, ja, die Perspektive ist jetzt gerade nicht ganz richtig von der Kamera, aber das passt eigentlich schon. Dann sind hier so ein paar Bäume. Hier hinten kommen dann die Gallis irgendwann rübergelaufen, laufen hier rum und scheuchen sie dann hier hinter die Baumstämme. Also es ist schon sehr, sehr gut geworden. Bin ich schon sehr zufrieden mit. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch zufrieden mit der Wiese so an sich, weil ich habe alles nochmal so ein bisschen übergeglättet, so ein bisschen auch mit Braun ein bisschen gearbeitet, also mit diesem Dirt und auch mit, ich weiß nicht, ob das schon zu braun hier ist an der einen oder anderen Stelle. Wahrscheinlich schon. Liegt aber auch daran, dass ich das so ein bisschen gemacht hatte, als ich kein Modpack drin hatte. Da sieht man das Dirt dann ja auch nicht so krass. Ist man noch so ein bisschen grüner wieder. Also ist das, denke ich mal, schon ganz in Ordnung. War hier unten noch braun? Eigentlich auch nicht so, ne? Kriege ich ja gar nicht weg. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Ich bin, wie gesagt, schon sehr zufrieden. Ihr habt übrigens auch noch als Idee reingeschrieben, ich weiß gar nicht, wer es war, ich mir leider nicht gemerkt, dass wir ja auf die eine Seite Wasser machen können und auf die andere Seite Futterspender, dann sind nämlich die Gallis dazu gezwungen, rüberzulaufen, also hin und her zu laufen. Hier fressen, dort oben trinken und hier ist auch trinken. Ich bin mir aber noch unsicher, ob das klappt. Weil ich weiß nicht, ob die Gallis hier hinten das checken, dass da hinten Futter ist. Ich habe eher das Gefühl, dass die, ja, mir verhungern werden hier. Falls das der Fall sein sollte, dann werde ich wahrscheinlich wieder hier vorne einen Futterspender oder so hinmachen. Den hatte ich da vorher auch stehen. Aber wir werden es jetzt erstmal ausprobieren. Ich lasse es erstmal so laufen. Hier sind übrigens auch diese Baumstämme, werden da später nicht mehr sein, also hier an dieser Stelle. Weil, das habe ich ja schon erklärt, dadurch wird halt Baum 1 ersetzt. Und eigentlich stand an dieser Stelle hier halt Baum 1. Und nur an dieser Stelle sollen die Baumstämme liegen. Aber das wisst ihr ja alles sicherlich. Und jetzt würde ich sagen, verrate ich euch mal ganz kurz, wer denn alles hier die ganzen... Wo sind sie? Jetzt sind sie gerade gar nicht da. Egal, wer denn alles die ganzen Gallimimus sind. Gallimimusse. Das ist richtig, ich weiß es wirklich nicht. Ja, ihr seht es jetzt, ich blende gerade die ganzen Kommentare mal eben für euch ein. Es waren übrigens auch Kommentare dabei, da standen mehrere Namen. Ich habe dann einfach der Fairness halber einen Namen mir rausgesucht und einen danach benannt, damit halt 24 verschiedene Leute hier in meinem Park verewigt werden. Von der Anzahl her bin ich, glaube ich, recht zufrieden. Und ihr hattet auch reingeschrieben, dass die Zahlen, also es hat zumindest keiner reingeschrieben, dass diese Zahlen, die jemand mal unter die letzte Folge geschrieben hatte, nicht stimmen sollten. Also gehe ich mal davon aus, das sollte einigermaßen passen. Boah, das sind echt viele. Ich habe echt Angst, dass die hier verhungern werden. Das wird sich aber gleich rausstellen. Unser nächstes Ziel ist jetzt auf jeden Fall. Ich werde gleich auch wieder hier diese Baumstamm-Mod entfernen, Leute. Keine Sorge. Unser nächstes Ziel ist hier vorne. Hier liegen jetzt auch überall Baumstämme. Denn wir wollen uns so ein bisschen um dieses Raptor-Gebäude kümmern. Ihr habt noch geschrieben, ich muss das von der Ausrichtung so ein bisschen drehen, um 180 Grad oder so. Da werden wir gleich nochmal schauen mit Screenshots, werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Und dann werden wir als nächstes die Szene bauen, wo sie dann von hier aus bemerken, dass da Raptoren ausgebrochen sind und wo sie dann von hier aus zum Bunker, der dann irgendwo
hier vorne hinkommt, laufen müssen und den Strom wieder anschalten müssen. Und bevor wir das Ganze jetzt anfangen, würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze nochmal eben in der Planungsphase an. Und dann sind wir auch schon bei der ersten Szene. Ich nenne sie einfach mal die Stromeinschaltszene, dann wisst ihr alle Bescheid, denke ich. Und man sieht als erstes, dass die hier aus einer Tür rauskommen. Und das ist auch so ein Schutzbunker. Das heißt, die sind wahrscheinlich, ich glaube, die waren ja vorher irgendwo beim Besucherzentrum oder sowas drin. Und die sind wahrscheinlich dann unterirdisch irgendwie hier langgegangen und hier beim Schutzbunker dann rausgekommen. Weil die gehen ja immer so ein bisschen unter die Erde, logischerweise, die Schutzbunker. Und ja, dann, das heißt für uns eigentlich, dass wir zwischen Besucherzentrum und diesem Raptorengebäude noch so einen Schutzbunker platzieren müssen, damit das Ganze Sinn ergibt. Und das werden wir auch auf jeden Fall tun, weil die nächste Szene, die man sieht, dann sind wir schon hier an dem Sand und diesem Geländer, kann man schon unschwer erkennen, welches Gebäude das ist, nämlich das Raptorengebäude, und der Zaun ist aufgebrochen. Das heißt, die Raptoren sind ausgebüxt, was wir leider, glaube ich, nicht darstellen können im Sandbox-Modus. Falls ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich glaube, das geht nur in der Kampagne, dass das Raptorengebäude kaputt ist. Ist ein bisschen schade, aber ja, macht nichts. Robert Mulden heißt er, glaube ich, hier. Habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Der sieht hier jetzt auf jeden Fall, dass die Raptoren draußen sind und sieht auch schon die Spuren. Und dann sehen sie auch schon, oder die Kamera sieht, das zeigt uns das erste Mal, dass hier sozusagen der Weg ist, wo man den Strom wieder anschalten kann. Hier vor ist nochmal so ein Zaun. Das ist auch ein Stromzaun. Hier sieht man nämlich auch Danger High Voltage. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich zoome mal ran. Ja, so ganz leicht kann man es erkennen. Und ansonsten, oh, hier hinter, das fällt mir gerade auch zum ersten Mal auf, hier hinter sind auch noch irgendwie andere Stromsachen. Ich glaube, ist das entweder auf dem Bunker drauf oder hinter dem Bunker ist nochmal so eine Stromleitung oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne, wenn das hier der Bunker ist, von dem der Park aus mit Strom so ein bisschen versorgt wird, beziehungsweise wo die Sicherungen sind und sowas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hinter dem Bunker dann auch nochmal so Strommästen oder sowas bauen sollten. Genau, hier ist auf jeden Fall auch noch so ein brauner Weg dann, der durch so einen dichten Dschungel führt und natürlich eine umgefallene Palme. Die können wir leider nicht darstellen, weil es das leider nicht gibt, aber vielleicht können wir so einen umgefallenen Baumstamm benutzen. Er weiß auf jeden Fall, also der Robert Mulden, wie spricht man den denn nochmal aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Der weiß auf jeden Fall, dass die Raptoren am Start sind und die beobachten. Hier außenrum sind übrigens ziemlich viele Palmen. Das sieht man hier auch ganz gut im Hintergrund. Müssen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen überarbeiten. Und er sagt dann zu der Ellie Settler, so hieß sie doch, ne? Ich bin aber heute auch ein bisschen verwirrt, was die Namen angeht, dass sie rennen soll und er beobachtet das Ganze. Und sie hat dann sozusagen hier auf dem Weg, hier ist so ein brauner Weg, zwei Palmen, die sie überspringen muss. Und springt hier auch einmal ins Wasser dann. Vielleicht können wir da auch so eine kleine Pfütze machen, damit das Ganze etwas realistischer ist. Müssen wir mal schauen. Und dann durch diesen Zaun durch. Das ist auch so ein ganz kleiner Zaun, nur so ein Maschendrahtzaun. Da kommt sie durch. Hier sieht man nochmal ganz gut den Untergrund. Der ist auch relativ bräunlich. Hier so ein bisschen Gras hinter dem Bunker. Und da rennt sie dann in die Bunkertür rein. Und ja, das war sozusagen der Weg, den wir nachstellen müssen. Und dann, wenn sie da drin ist, dann haben sich die Raptoren leider angeschlichen. Und das sieht dann leider gar nicht mehr gut aus für unseren Robot. Der wird dann nämlich leider gesnackt. Hier ist auch noch ein weiterer Raptor. Hier ist dann auch so eine Schlange. Ist auch eine sehr coole Szene. Und nachdem sie den Strom eingeschaltet hat, was ja alles im Bunker passiert, das können wir sowieso nicht darstellen, kommt sie zu dieser Szene und sie ist dann sozusagen wieder zurück beim Besucherzentrum und trifft mal wieder auf Alan Grant. Also für uns heißt es jetzt, diese Szene so ein bisschen nachzubauen und genau das werden wir jetzt tun. Und da sind wir auch schon wieder in-game. Und als allererstes möchte ich mit euch den Schutzbunker bauen, der ja zwischen diesem Besucherzentrum hier liegen muss und unserem Raptorengebäude. Und im Prinzip kommt dafür folgende Strecke in Frage. Also irgendwo dazwischen muss er liegen, nämlich zwischen dieser Verbindungsstrecke, diesem Weg hier, den ich ja schon gezeichnet hatte. Hier fehlt übrigens auch noch ganz viel Deko, ne? Also hier darf ich gar nicht so viel machen, weil das hat man im Film auch nicht gesehen. Aber hier hinter zum Beispiel, hier fehlt noch ganz viel Deko. Das mache ich dann aber irgendwann anders, weil das sieht man im Film halt auch nicht. Und hier geht halt die Strecke lang. Und auf dieser Strecke kann überall der Schutzbunker dann auch liegen. Ich könnte mir gut vorstellen, wo haben wir den Schutzbunker denn? Da ist er. Das ist auf jeden Fall auch der, den man im Film ganz gut sieht. Das könnt ihr jetzt mal eben hier vergleichen. Ja, das ist auf jeden Fall der.
Was würde dann Sinn machen? Also hier hinten würde definitiv Sinn machen, das würde gehen. Hier würde gar keinen Sinn machen, glaube ich. Weil das würde optisch, glaube ich, eine Stelle verändern, die man im Film sieht. Ja, hier hinten können wir das leider nicht machen. Nee, das geht nicht. Hier hinter würde noch irgendwo gehen. Na, das würde gehen. Das würde auch noch gehen. Vielleicht können wir den auch hier im Wald machen. Wäre, glaube ich, gar nicht so unrealistisch, dass der hier so im Wald ist. Es würde sogar Sinn ergeben, dass er dann hier so ein bisschen in der Nähe von der Raptorenanlage ist. Und dann würde man sozusagen unterirdisch durch so einen Gang hierhin dann gehen können. Im Film ist ja auch eigentlich direkt eine Szene, die kommen aus dem Bunker raus, sind dann direkt hier. Also ich gehe davon aus, dass der Weg nicht allzu lang sein sollte. Also ich glaube, diese Stelle hier gefällt mir echt am besten. Wir warten jetzt erstmal, bis der Bunker fertig ist, würde ich sagen. Vielleicht können wir ja hier auch noch dann wieder den Felsen dahin machen, den wir da hatten. Dann hatten wir den dann relativ klein, glaube ich, ne? Ich glaube, ich mache das so. Boah, ist der klein, der Bunker. Okay, der ist mega klein. Vielleicht sollten wir den noch so ein bisschen mehr einwalden. Der hat auch hier so coole Scheinwerfer. Sind die bei Nacht an? Ich hoffe doch. Ja, bestimmt sind die an. Ich versuche jetzt mal das Ganze noch so ein bisschen mehr einzuwalden. Oh, das geht sogar relativ gut. Oh, das ist cool. Sieht auch ganz gut aus. Das sieht cool aus. Hier ist auch direkt der Baum, dann hier der Felsen. Da schön versteckt. Das sieht doch super aus. Ich weiß nicht, ob ich hier den Weg noch so ein kleines Stückchen... Ein kleines Stückchen ist gut. Das wäre so das Minimum. Ich weiß halt nicht, ob wir hier noch so ein Stück vormachen sollten, was halt... Ja, gepflastert ist, sage ich mal. Oder wie man auch immer das nennt. Asphaltiert, gepflastert. Je nach Untergrund halt. Ach nee, ich glaube, das lasse ich weg. Ich glaube, das passt so. Dann kommt man hier rum und hier kommen sie dann zu der Raptorenanlage. Die müssen wir dann eigentlich drehen, damit es Sinn ergibt. Das habt ihr ja auch schon reingeschrieben. Die müsste nämlich eigentlich so fast um 180 Grad gedreht werden. Da haben wir sie. Also damit das Ganze Sinn ergibt, müsste die eigentlich so rumstehen. Oder sehe ich das jetzt falsch? So fast, ne? Würde ich jetzt fast sagen. Weil dann macht das Sinn. Dann ist hier der Berg im Hintergrund, den man im Hintergrund auch sieht. Und dann kommen sie sozusagen von hier hinten und sind dann hier hinter. Vielleicht müssen wir den Sand gleich auch nochmal mehr erhöhen. Oder vergrößern, meine ich natürlich. Aber das sehen wir gleich erst, wenn sozusagen die Raptorenanlage hier fertig ist. Was jetzt schon der Fall ist. Wunderbar. Ich glaube, das macht wirklich am meisten Sinn, wenn das so rumsteht. Das Schild lasse ich hier, denke ich, auch mal mit dem Velociraptor. Das finde ich ganz cool. Ich habe jetzt hier rechts auch nochmal zwei Palmen hingemacht, weil ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich waren da immer relativ viele Palmen. Hier vorne ist natürlich jetzt auch noch Gras, was ich eigentlich noch gerne weghaben würde. Oh, hat sogar geklappt. Ohne, dass der Baum weg ist, weil dieser Baum ist wichtig. Den möchte ich da gerne haben. So sieht doch super aus. Das heißt, man kommt hier lang, sieht dann auf den ersten Blick auch den Bunker gar nicht. Wenn ihr mal von hier schaut, der ist perfekt verdeckt von dem Felsen hier. Das haben wir echt gut hinbekommen. Und hier kommen die dann sozusagen raus und gehen dann hier runter, sind dann bei der Raptorenanlage und die steht jetzt so rum. Hier müssen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen überglätten, vielleicht das mit dem Sand ein bisschen sorgfältiger machen. Das macht aber Sinn, weil im Film sind die auch hier dann langgelaufen sozusagen. Hier dann rausgekommen und hier haben sie dann links geguckt, dass hier der Zaun kaputt ist. So, als nächstes machen wir jetzt natürlich den Weg zu dem nächsten Bunker. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier lang laufen. Muss ja schon fast. Also wir müssen diesen Fels definitiv abreißen. Und der Weg ist auch braun und geht durch einen sehr dunklen Dschungel durch. Er ist auch relativ schmal, der Weg. Das heißt, wir müssen gleich versuchen, so schmal wie möglich einen Weg dahin zu zeichnen. Das ist ja, wie gesagt, nicht so einfach mit den Tools, die wir hier zur Verfügung haben bei dem Spiel. Aber irgendwo hierhin müsste dann der Weg. Ich zeichne das mal so ein. So lange darf der auch gar nicht sein.
Das heißt, der Bunker wird schon irgendwo da hinten sein. Wo, hier muss auch noch so ein Zwischenzaun hin. Da müssen wir uns auch mal überlegen. Ich hätte sogar gleich noch eine coole Idee. Weil wir hatten ja noch ein Problem mit den Raptoren. Und da wart ihr euch auch uneinig, ob wir jetzt noch ein Raptorengehege machen. Oder nicht. Vielleicht können wir das gleich verbinden. Ich habe da nämlich gerade echt eine gute Idee. Der Weg ist eigentlich relativ gerade. Oh, niedrige Gesundheit. Da müssen wir mal ganz kurz hin, Leute. Jetzt haben wir nämlich folgendes Problem. Das habe ich mir schon gedacht. Ihr hättet ja die Idee vorgeschlagen, dass hier Wasser ist auf der Seite und hier Futter. Und jetzt seht ihr, die hier unten rechts, die bemerken nicht, dass hier hinten Futter steht. Und jetzt sind die wahrscheinlich, genau, sind im roten Bereich, was Nahrung angeht. Und brauchen jetzt hier auch einen Futterspender. Aber es macht nichts. Dann lassen wir jetzt hier auch auf der Seite noch einen Futterspender stehen. Und hoffen dann einfach mal, dass die sich irgendwann ab und zu mal darüber bewegen. Wäre auch schon in Ordnung. So, ich habe es geschafft. Sie sind nicht mehr im Weg. Ich empfehle hier jetzt noch einen Futterspender. Den stelle ich auch auf jeden Fall auf 3 Minuten. Und ja, der ist ja recht versteckt dann hier hinter. Den sieht man nicht. Dann hat man vielleicht auch, wenn man mit dem Jeep hier nachher langfährt, nochmal einen schönen Blick auf die ganzen Gullies. Boah, hier sind echt viele. Ich glaube, ich werde die wirklich noch hier rüber verfrachten alle so ein bisschen. Dass die hier mehr auf der Wiese rumlaufen. Perfekt wäre es ja, wenn wir nachher die Szene darstellen, dass die hier irgendwo sind, wo die jetzt sind und dann hier rüberlaufen. Mal schauen, ob wir das irgendwie dargestellt kriegen, wenn ich das Ganze dann für euch nachverfilme im Spiel. Da bin ich echt gespannt. Es wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Wir waren aber hier vorne stehen geblieben. Und das machen wir jetzt auch direkt weiter. So, ich werde, denke ich mal, nach hier rechts auch erstmal entfernen. Ordentlich. So, der Baum muss ja auch nochmal weg. Geht gar nicht anders. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier einen möglichst schmalen Weg hinbekommen. So platziere ich den einfach mal. Da müsste davor auch auf jeden Fall noch ein Zaun hinkommen. Das wäre dann vermutlich... wäre so ein kleiner, dünner Zaun. Stromzaun eigentlich auch, ne? Der hier vielleicht? Ne, der ist zu krass, ne? Der hier ist natürlich nicht Strom. Aber der würde schon eher hinkommen. So, ich habe jetzt gerade nochmal die Screenshots durchgeguckt. Eigentlich ist das so ein Maschendrahtzaun eher. Also mit ganz kleinen, feinen Maschen. Wäre so am besten. Hm, der ist nicht schlecht. Also ich glaube, der hier kommt schon ganz gut hin. Der hier ist, glaube ich, zu groß, oder? Vielleicht auch nicht. Was haben wir hier noch? Ah, der macht auch keinen Sinn. Den hier könnten wir machen. Sollen wir den machen, Leute? Ich glaube, der ist ganz cool. Den haben wir auch noch nicht verbaut. Ich denke mal, der passt da ganz gut hin. Oh, jetzt ist es von der Höhe natürlich auch ein bisschen problematisch, ne? Vielleicht ein bisschen doof platziert. Ich muss hier erstmal überglätten. Hier hinter kommt dann natürlich der Zaun. Da habe ich ja gerade schon einen rausgesucht. Dann nehme ich den dann hier. Jetzt die Frage, bauen wir da ein Tor ein? Nee, das ist zu krass. Das ist ja eigentlich nur so eine ganz kleine Zauntür sozusagen. Vielleicht können wir die ja gleich darstellen sogar. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen größer und gerader hier eingezeichnet. Ich mache jetzt hier nochmal einen Zwischenpunkt. Ich möchte versuchen, gleich so eine Tür daraus zu machen noch. Also das wäre dann der Eingang. Die Tür klappt so nach links auf, dann passt das eigentlich, wie ich es jetzt eingezeichnet habe. Oh, so wird es besser vom Zaun her. Definitiv, dann haben wir auch dieses Danger-Schild da noch zwischen. Ich weiß nicht, ob das hier der beste Zaun ist, aber hier hätten wir jetzt zumindest dieses Danger 10.000 Volt-Schild. Auch im Film sehen. Können ja nochmal eben die anderen Zäune durchgehen, die wir haben. Einmal der hier. Der sieht halt mehr in dieser Maschendrahtoptik aus, ne? Macht schon eigentlich mehr Sinn. Den hier hätten wir auch noch. Der ist halt, glaube ich, ein bisschen hoch, ne? Aber der wäre dann Strom. Der ist natürlich zu heftig. Den haben wir jetzt hier gerade. Der hier macht auch keinen Sinn. Also der hier sieht mehr so maschendrahtzäunig aus. Aber ich finde das cool, dass hier diese Stromsymbole und sowas da sind, auch mit diesem Danger. Ich lasse jetzt erstmal den, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ich den Zaun dann noch wechseln soll. Einen ganz perfekten Zaun haben wir hier leider nicht zur Verfügung, aber ich hatte jetzt noch die Idee, hier das Ganze so dann zu gestalten, dass das die Tür ist. Das ist leider auch nicht ganz perfekt, ne? Hm, das ist eigentlich nur so ein ganz kleines Stromding, was da oben drauf ist. Aber so ein bisschen Strom abgehen müssen wir eigentlich schon fast machen. Ich denke, ich werde einfach so einen Mast hier hin machen. Ansonsten wäre es voll unrealistisch. Weil hier wird ja logischerweise der Strom angeschaltet. Das heißt, hier müsste dann ja auch irgendwie Strom abgehen dann später. Das
Stromnetz müssen wir sowieso nachher noch überlegen, wie wir das machen. Und das Ganze Sinn ergibt. Aber ich glaube, so ist das schon ganz in Ordnung. Dann steht hier so ein kleiner Strommast noch im Hintergrund. Das ist doch ganz cool. Mal ein bisschen Wald hin. Ja, man kann es auf jeden Fall erkennen, dass das diese Szene sein soll. Natürlich muss der Weg hier auch gleich noch hin. Und da müssen wir nochmal gucken, dass wir es mit der Tür vernünftig machen. Bei dem Weg hier an sich werde ich auch eigentlich relativ viel bewalden. Ich überlege gerade echt noch, ob ich nicht... Ah, hier verschwindet der Weg wieder. Also ich glaube, hier müssen wir gleich echt aufpassen, dass wir hier eher so mit Palmen arbeiten. Weil hier sieht man sowieso relativ viele Palmen auf dem Weg. Hier geht die dann lang. Können wir auch gleich vielleicht noch Wasser oder so machen. Aber ich versuche jetzt erstmal hier den Zaun weiterzuziehen. So, ich habe jetzt die Tür hier nochmal eingebaut. So lasse ich die jetzt einfach so ganz leicht aufgeklappt. Ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Die hat sie dann aufgemacht. Ja, der Zaun ist leider, kommt nicht ganz ans Original ran. Also von der Form her würde eher dieser hier ins Original rankommen. Aber der sieht mir irgendwie ein bisschen zu krass aus. Und ich finde das echt cool, dass hier halt diese Schilder dran hängen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, welcher Zaun euch besser gefällt. Ich finde den hier eigentlich ganz in Ordnung. So. Und jetzt, wenn wir hier wirklich noch ein Raptorengehege draus machen, wäre halt wirklich machbar. Dann müssten wir irgendwie hier lang gehen. Das Ganze müssen wir dann natürlich dann nachher noch verkleiden. Und hier einfach so zurück zum Beispiel. Und hier in den Rand. Ich frage mich gerade, ehrlich gesagt, ob die Raptoren es wirklich schaffen würden, hier rauszukommen. Durch diese kleine Lücke. Das ist eine gute Frage, ne? Ansonsten müssten wir da später, damit die nicht rauskommen, einfach so eine Lampe oder so noch vorsetzen. Irgendwie so. Weil mit Lampen kann man auch so Eingänge blockieren. Die würde ich dann natürlich wegmachen, wenn wir die Szene dann aufnehmen. Aber es wäre, glaube ich, eine coole Idee, wenn wir die Raptoren dann in diesem Bereich einfach sozusagen Gehege für die bauen. Dann haben wir die nämlich auch noch wenigstens untergebracht in unserem Park. Weil wäre ein bisschen schade, wenn wir später keine Raptoren und sowas haben. Wir müssen natürlich jetzt hier wirklich viel noch gestalten mit Palmen und sowas. Also ich werde mich jetzt hier nochmal ordentlich austoben. Das wird nochmal, denke ich mal, gar nicht mal so einfach. Ich werde hier auch ein bisschen größere Palmen mal hinmachen und so. Sieht aber schon ganz cool aus, so. Kleinere. Muss halt hier schon wie so ein kleiner Dschungel-Eingang aussehen. Vielleicht jetzt hier noch den ein oder anderen normalen Baum zwischen, wenn das irgendwie klappen sollte. Wäre ziemlich cool. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Und das ist echt schade, dass man diese Bäume nicht ineinander platzieren kann. Dadurch bekommt man ganz schnell Schwierigkeiten, leider. So, sieht aber echt schon so ein bisschen so aus. Diese umgefallenen Baumstämme, überlege ich gerade, ob wir die da nicht gleich noch reinmachen. Aber müsste ich gleich nochmal eben die Mod installieren. Und da war nochmal so eine kleine Wasserstelle. Die können wir wahrscheinlich auch nicht darstellen. Oh Gott, schaut euch mal das Wassertool an. Da war einfach nur so eine kleine Fitze im Film, wo sie reingesprungen ist. Also ich glaube, die lasse ich auch weg. Das werden wir nämlich mit diesen Tools hier definitiv nicht hinbekommen. Dafür sind die einfach zu ungenau und zu riesig. Ich würde das gerne noch so ein bisschen bestrübter machen, aber dann haben wir schnell dieses Problem, dass unser brauner Weg überdeckt ist. So Leute, ich habe es jetzt nochmal ein bisschen fertig gestaltet. Das mit den umgefallenen Baumstämmen können wir leider nicht machen. Ich werde euch auch gleich zeigen, warum. Aber wir spielen jetzt erstmal die Szene nach. Hier kommen die dann sozusagen rausgerannt und rennen dann oder gehen dann hier rum. Hier geht es dann ja zum Raptorengehege. Wie man ja auch unschwer an diesem Schild erkennen kann. Das Schild habe ich ja auch so ein bisschen selbst dahin interpretiert. Einfach, weil ich es cool finde. Weil die Stelle kommt man am Film nicht sehen. Oh, hier muss ich gleich noch übergleiten. Das habe ich vergessen. Gehen dann auf jeden Fall hier hinten lang. Ist dann die nächste Filmszene. Da sehen sie dann oben, dass da der Zaun kaputt ist. Dann gucken sie hier auf den Boden, der leider sehr pixelig ist hier bei der Mod. Schade, schade. Sehen da die Fußabdrücke von den Raptoren und gehen dann schnell hier hin. Hier sieht er dann, der Robert Mulden, sieht dann, dass die beobachtet werden von den Raptoren irgendwo hier aus dem Dschungel. Und hier rennt dann Ellie Sattler lang. Schnell hier durch den Zaun durch und in den Schutzbunker. Und dort macht sie dann den Strom wieder an. Ich denke mal, das haben wir schon relativ gut hinbekommen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir das noch viel besser
machen könnten. Ich bin da echt schon zufrieden mit. Ich frage mich ja, ob wir das mal irgendwann in Angriff nehmen sollten, das Ganze bei Planet Zoo nachzubauen. Könnte ich mir halt auch witzig vorstellen, aber sehr zeitintensiv, glaube ich. Weil bei Planet Zoo hat man ja viel mehr Möglichkeiten und kann das viel genauer darstellen. Und ich glaube, da würde man an so einer Szene mehrere Folgen sitzen. Wäre aber trotzdem mal interessant, ne, das mal in Angriff zu nehmen. Also mich juckt es da schon in den Fingern. Achso, die Bäume, die umgefallenen, kann ich übrigens nicht machen, weil ich hier den Zaun wieder sehr viel versteckt habe mit diesem Baum 2. Mit diesem hier. Seht ihr schon, der steht hier überall, um halt diesen Zaun von unserem Raptorgehege so ein bisschen zu überdecken. Und der würde ja, oder das wäre ja der Baum, der ersetzt werden würde mit Baumstämmen. Das heißt, hier würden überall diese Baumstämme dann liegen. Deswegen würde das leider nicht funktionieren. Aber ich bin jetzt schon recht zufrieden. Ich frage mich jetzt echt nur, ob die Raptoren hier drin bleiben, auch wenn hier so eine kleine Lücke drin ist. Und wir müssen dann natürlich hier hinten auch noch kleines Gewässer und Fressen für die Raptoren hinmachen, definitiv. Aber ich würde sagen, wir brüten die jetzt erstmal aus. Wir haben ja vorne unsere tolle Ausbrütstation. Die Frage ist jetzt auch wieder, wie viele Raptoren waren denn jetzt in dem Jurassic Park vorhanden, in Jurassic Park 1? Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal 3 Stück. Und ihr könnt dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele es dann letztendlich wirklich waren. Mich nämlich brennend interessieren, weil dann würde ich die Anzahl definitiv an die richtige anpassen. Von den Triceratopsen und so habt ihr ja schon in die Kommentare geschrieben, das finde ich ganz cool. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis die fertig sind und dann lassen wir die gemeinsam frei. So, und dann lassen wir sie mal frei. Natürlich mit dem 1993-Muster. Das steht ja außer Frage. Ich bin froh, dass wir jetzt noch Raptoren freilassen. Wäre nämlich sehr schade gewesen, hätten wir im Endeffekt keine Raptoren gehabt. Ach, die sind so cool, die Raptoren, ne? Die sehen auch so böse aus, die neuen Raptoren. Das ist echt krass. Ich hoffe, die bleiben dann auch in dem Gehege. Ihr könnt natürlich auch wieder gute Namensvorschläge in die Kommentare schreiben für die Raptoren. Und natürlich die Anzahl, ne? Denkt da auf jeden Fall dran. Was war denn da jetzt los mit dem Nacken? Habt ihr es gerade gesehen? Ich würde sagen, wir lassen mal noch einen frei. So, da ist er. Die anderen lasse ich auch nochmal frei und dann betäuben wir die mal eben. Ich würde fast sagen, dass wir es mal eben testen, ob die Raptoren da rauskommen, indem wir hier mal kurz die Palmen entfernen und dann hier schnell einen Futterspender hin platzieren, weil die werden ja gleich hungrig sein. Oh, geht noch gar nicht. Müssen wir noch mehr entfernen. Ich mache, habt gerade gespeichert, also keine Sorge, ich mache das wieder rückgängig mit den Palmen. Aber ich möchte halt testen, ob die durch diese Lücke raus können. Ich denke mal, das ist der einfachste Weg, das herauszufinden. Und sind sie schon gelandet? Die Raptoren. Ich gehe mal kurz hier in diese Ansicht. Dann können wir die, glaube ich, ein bisschen besser verfolgen. Da sind sie. Oh, er legt sich erstmal schlafen. Das ist ein gutes Zeichen. Weil wenn er sich jetzt schlafen legt, dann heißt das, er hat wahrscheinlich gerade keine andere Beschäftigung gefunden. Okay, es sind alle drei gelandet. Ich bin jetzt echt gespannt, ob die hier durch die Tür entwischen können. Wenn nicht, das wäre ideal. Also dann wäre das richtig perfekt. Dann hätten wir ein super Raptorengehege hier geschaffen. Oh, jetzt geht er auf die Tür zu. Jetzt werden wir es gleich herausfinden. Drück die Daumen. Oh, er geht vorbei. Interessant. Der nächste kommt aber auch schon. Macht er. Kann er hier raus oder kann er hier nicht raus? Okay, Leute, ich habe das jetzt eine ganze Weile beobachtet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier nicht durchkommen. Das ist richtig gut, Leute. Das heißt, die Raptoren bleiben hier in diesem Bereich, obwohl hier eine Lücke im Zaun ist. Das ist richtig, richtig perfekt. Ich würde jetzt das Ganze hier nochmal rückgängig machen wegen den Bäumen. Und dann bauen wir nochmal eben hier ein Gewässer und sowas hin. Okay, ich habe jetzt irgendwie Wasser hier hinbekommen. Das ist schon mal ganz gut. Das sollte eigentlich ausreichen, damit die überleben. Hier machen wir jetzt auch noch einen Futterspender hin. Das kann ja ruhig versteckt sein. Das muss man ja nicht unbedingt sehen. So, die müssen wir natürlich jetzt ja auch noch irgendwie untergebracht kriegen, aber das sieht ja ganz gut aus. Und jetzt müssen wir das Ganze möglichst dicht wieder bewallen. Ich hoffe, dann sieht man das hier auch mit den Höhensachen nicht so ganz so gut. Ich hoffe, die können da jetzt auch noch trinken gehen, auch wenn das so mega dicht im Dschungel ist. Aber es wäre eigentlich ideal, wenn man da kein Gewässer von oben mehr erkennen kann. Ha, hier ist natürlich jetzt wieder alles relativ offen. Und das wird, glaube ich, jetzt auch schwierig, mit diesen Bäumen das Ganze
vernünftig zu verstecken. Hoffen wir mal das Beste. Okay, viel besser kriege ich es leider hier nicht dicht. Aber ich denke mal, das reicht aus, ne? Also von dieser Szene hier ist nichts beeinträchtigt. Und hier hinten sieht man auch nicht, dass hier groß Lücken oder sonst was irgendwie da mittendrin sind. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal ein bisschen dichter, aber falls nicht, ist jetzt auch halb so wild nur. Finde ich jetzt zumindest nicht ganz so schlimm. Ich glaube, ich mache hier vorne nochmal einen kleinen Redwood Tree rein. So. Sieht doch ganz gut aus. Versuche dann nochmal hier so ein bisschen das Ganze dichter zu gestalten mit dem normalen Tool. Das geht sogar. Einen oder anderen Baum kriegen wir ja sogar noch hin. Und ich denke mal, dann ist das Ganze soweit in Ordnung. Das ist richtig cool. Jetzt haben wir hier sozusagen aus dieser Bunkerszene ein Raptorengehege gebastelt. Ich glaube, das ist echt eine coole Idee. Ich hoffe, ihr findet die Idee auch cool. Falls ja, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ist halt mega nice, dass man die Raptoren dann auch mal hier zu Gesicht bekommt. Hier schläft er zum Beispiel gerade im hohen Gras. Mega, mega cool. Das soll es aber für die heutige Folge auch gewesen sein. Ich hoffe, sie hat euch Freude bereitet und ich hoffe, ihr seid mit dem Ergebnis zufrieden. Falls ja, lasst es mich mit einem Like wissen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.